Kein Gas? Kein Problem. Ich zeig dir, wie es trotzdem geht. Drei Plastikspäne seitlich von einem leeren Feuerzeug ab und sammle sie auf einer trockenen Unterlage. Mach aus den Spänen einen Haufen. Das ist etwas fummelig, da die Späne aneinander kleben. Jetzt nimm eine zweite Unterlage. Reibe vorsichtig Späne vom Feuerstahl ab und sammle sie auf der zweiten Unterlage. Halte genügend Abstand, sodass sich die Späne nicht entzünden. 200 Mal reiben sollte genug sein. Mehr ist allerdings besser. Bringe die abgeriebenen Späne vorsichtig zu einem Haufen zusammen. Dann gib die Plastikspäne darüber. Anschließend die Späne mit dem Feuerzeug entzünden. Jetzt sollten die Plastikspäne mit einer unsichtbaren Flamme brennen. Anschließend kannst du weiteren Zunder hinzugeben, um das Feuer zu vergrößern. Fertig!